Guten Morgen, es ist ein wunderschöner Sonntag und wir machen uns jetzt Frühstück, beziehungsweise ich mache uns Frühstück. Das hier ist schon mal ein Teil für die Acai Bowl, der gerade auftaut in der Sonne, und zwar gefrorene Bananen und gefrorene Blaubeeren. Und oh mein Gott, Leute, schaut euch mal bitte dieses Licht an und diesen Blumenstrauß, so, so schön. Ich liebe diese Wohnung, ich liebe diesen Lichteinfall. Heute ist ein wunderschöner Sommertag. Schaut euch mal bitte diesen blauen Himmel an. Wow, oder? Und dann die wunderschöne Skyline von London. Großartig. So, jetzt steht noch an, Granola machen. Das mache ich ja immer selber. Und zwar sind hier drin Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen. Ihr könnt euch das theoretisch auch so wie ich in so einem Pack kaufen. Und um das so ein bisschen zu süßen, nehme ich ein wenig Ahornsirup und dann kommt das aufs Backblech, wird schön ausgelegt und kommt dann bei, wie ihr sehen könnt, 180 Grad Umluft für circa 15 Minuten in den Backofen, je nachdem wie stark oder schwach euer Backofen ist. Auch nicht übertreiben oder so, weil das dann schon irgendwie richtig bappig werden kann, wenn man zu viel reinmacht. Und dann vermische ich das Ganze einfach nur, bis es so eine, ja, etwas ja, festere Konsistenz hat, sodass die Körner alle zusammenhalten. Und dann lege ich es aus. You're looking for? Is it you that I'm looking for? Wow, was für eine geile neue Jacke hast du bitte an. Das, die Farbe, Leute. I love it. Every now and then I take a new jacket. Oh yes. Das Granola ist drauf. Und jetzt tue ich es einfach nur noch glatt streichen. Aber auch nicht zu glatt, weil sonst wird es richtig verbrennen. Dann kommt es in den Backofen. 6,5 Stunden später. Das Granola ist fertig. Und dann kann man es später als Topping benutzen. Okay, alles ist vorbereitet. Das hier ist für meine Acai Bowl, die Toppings. Salat, Mayo, B12, Parmesan, Gürkchen. Granola ist auch ready. Und jetzt mache ich erstmal das Toast von Mr. Perfect und dann kümmere ich mich um meinen Toast, das ist ein Avo-Toast, und meine Acai Bowl. So, da kommt jetzt drauf Mayo, ein bisschen mehr Salat, dann kommen Tomaten drauf, dann B12, dann kommt die Geheimzutat. Das ist das Beste, was ihr je in eurem Leben wahrscheinlich essen werdet. Und zwar ist das dieses Pyramidensalz. Ich zeige euch das mal hier. Und zwar ist es das hier. Ich habe das jetzt nochmal in der Mitte durchgeschnitten und dann sieht das halt so aus. Schaut. Ja. Richtig hübsch. So, mein Avo-Toast ist auch fast ready. Ein getoasteter Toast. Avocado-Smash. Tomaten. Pyramidensalz. So ein bisschen. So als Topping quasi. Und dann war es das eigentlich. Ihr könntet jetzt theoretisch noch ein bisschen Garlic Powder drüber machen. Aber ich habe jetzt heute keine Lust, nach Knoblauch zu stinken, obwohl ich es liebe. Deswegen reicht es so. So, ihr Lieben, also das hier ist die Base für die Acai Bowl. Und jetzt kommen nur noch die Toppings drüber, die man halt so möchte. In meinem Fall ist es halt Granola. Ja, und was ihr halt mögt, ihr könnt euch da so austoben. Ihr habt keine Ahnung. Ja, macht einfach das drauf, was euch so richtig, richtig gut schmeckt. Ich tue jetzt noch Bananen drauf. Ich glaube, Erdbeeren wären jetzt auch geil, aber es ist halt nicht mehr Saison. Ihr könnt echt alles drauf machen, was ihr mögt. Ich werde jetzt noch einen letzten Oreo drauf crumblen. So, und jetzt werde ich noch einen Scoop von dem Peanut Butter drauf machen. Und noch einen Teelöffel von dem Kakao Hazelnut Butter. Und das war's dann. Das ist meine Acai Bowl heute. Ready? Yes. So, das hier ist jetzt das Frühstück, das fertige. Das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Ja. Okay, wir haben kurzerhand beschlossen, draußen zu essen. Also fertig zu essen auf unserem Balkon. Weil das Wetter einfach so geil ist. Wir haben uns die Musik rausgeholt. Wir haben halt noch keine Gartenmöbel, aber wir haben uns einfach die Möbel aus der Wohnung rausgeholt. Funktioniert auch gut. So, und haben diese Aussicht auf die Stadt. Ich würde sagen, so lässt sich's frühstücken. Wow. Das sieht natürlich live, Leute. Ist das eine ganz andere Nummer. Ach, ich liebe es.
Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass wir jetzt auf dem Weg zum Columbia Blumenmarkt sind. Und zwar haben wir diesen Tipp, geht einfach eine halbe Stunde vorher hin und dann kriegt man die Blumen günstiger. Cardigan, Kleid, Schuhe, Tasche. Sehr gut. Mir ist aufgefallen, dass ich gar kein Intro gemacht habe. Also ihr Lieben, herzlich willkommen zum Blocktober Nummer, I don't know. So, Leute, hier läuft jeder mit Blumen, weil wir auch gerade fast da sind. Wir haben euch, glaube ich, schon mal in dem Vlog mitgenommen, als wir hier waren auf dem Columbia Flower Market. Und da haben wir Eukalyptus. Eukalyptus. Und das Eukalyptus hat fast 4 Wochen gehalten. Okay, klar, nach 4 Wochen sah es dann irgendwann mal zerschreddert aus. Aber es war echt cool. Und hat gut gerochen. Richtig, richtig gut gerochen. Das holen wir jetzt. Ich habe aber auch gesehen, dass die Leute Baumwolle kaufen, was richtig cool ist. Und vielleicht machen wir so ein, wie heißt das Ding? Pampergrass? Pampergrass. Pampergrass. Sieht auch richtig, richtig schön aus. Mal gucken, was es so gibt. Mr. Perfect hat immer irgendwelche Insider-Abkürzungen. Muss mal gucken. Oh, wie schön. Hier läuft echt jeder mit so großen Blumen. Wir müssen uns, Baby, auf Pinterest mal austoben. Mhm. Und mal gucken, was es für schöne Bilder gibt. Und dann hierher kommen am Sonntag und richtig tolle Pflanzen kaufen. Yeah. Okay? Yes. Deal or no deal? Deal. Wenigstens kommen wir zu einem Deal. Ihr seid jetzt live dabei im Columbia Flower Market. Das ist, glaube ich, der bekannteste Market oder einer der bekanntesten Märkte hier in London. Ja, der ist immer überfüllt. Immer überfüllt, grundsätzlich. Ihr werdet es gleich sehen, man kommt kaum vorwärts und alle laufen mit Blumen rum. Hast du jetzt was geholt? Ja, Eukalyptus. Thank you. You too, bye bye. Hey, I'm the only one who says darling to you. So unglaublich. Hier wirst du immer darling genannt oder lovely oder... Ja. Ja. Was ist das jetzt? Eukalyptus. Zweimal. Zweimal. Eins für mich, eins für dich. Das riecht so gut wie ich mein. Ich krieg nichts. Ja. Ja. They're awesome and he's wet. Oh, die sehen ja cool aus. You love it? Me too. Ey, don't eat it. Aber wenn das Koalas essen, kann ich sie auch essen. Du bist aber kein Koala. Okay, ihr Lieben, also, wir machen jetzt eigentlich was? Genau, gehen wir in den asiatischen Shop, nee, ne? Ich würde sagen, wir nutzen die schöne Mittel aus und verändern ja ein bisschen die Mittel. Ja. Bisschen durch Shortage. Ja, wir haben jetzt beschlossen, dass wir einfach mal kurz nach Hackney reinlaufen und mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ich bin mir sicher, es gibt Trilliarden, Milliarden gefühlt Cafés und Restaurants und Essens- und Trinkensmöglichkeiten. Wobei, Hunger habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Wir haben echt gut gefrühstückt und es hält uns eigentlich satt bis heute Abend. Ja. Worauf ich jetzt aber voll Bock hätte, ist einfach so ein cooler Drink oder so. So eine heiße Schokolade mit, weiß ich nicht, veganem Honig oder so. Ja, irgendwas Warmes, Kuscheliges, wo ich mich jetzt in so ein richtig stylisches Café reinsetzen kann. Und was Warmes trinken kann, weil ich habe es echt, glaube ich, ein bisschen unterschätzt mit der Sonne. Es ist ein Ticken kälter, als ich dachte. Ich habe jetzt nur diesen Cardigan an. Und in der Sonne ist es noch okay, aber ich glaube später, wenn die Sonne weg ist, ist es richtig arschkalt. Ich melde mich gleich später, wenn wir ein heißes Getränk gefunden haben. I do my hair, touch my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Mit dem Lied nerv ich gerade Mr. Perfect. Vorne ist die Polizei. Warten, ob sie nicht mitnehmen können. Hey, was würdest du denn ohne mich machen? Du würdest weinen, traurig sein, ja, verhungern. Ja, verhungern vielleicht jetzt nicht. Okay, ich würde ohne dich verhungern. Willst du, dass die mich mitnehmen? Nein. Gut. Dann schwöre es nicht herbei. Nicht. Nicht.
heiße Schoko mit Hafermilch. I'm curious how it is. Und, wow, Chai, das sieht gut aus. Was hast du für einen bestellt? Frische Minze. Ah, okay. Ich glaube, das hier, oder? Ja. Das riecht schon mal gut. Riecht gut? Sehr gut. Jetzt fängt die Teezeit an. Wir überlegen gerade, was wir heute Abend kochen sollen, beziehungsweise backen. Mr. Perfect hat Lust auf einen Orangenkuchen. Ich habe Lust auf einen Bananenkuchen. Ich habe Lust auf einen Orangenkuchen mit ein bisschen Bananenkuchen. Ja, okay. Und dann machen wir noch was? Spaghetti Bolognese. Pasta. Wir haben auch richtig, richtig leckere Ravioli gekauft. Wir müssen mal überlegen, was wir machen. Ja, die sind schon lecker. Ja. Baby, wo gehen wir hin? Bitte? Was hast du gesagt? Wo gehen wir hin? Horm. Horm? Was machen? Spaghetti Bolognese! Ja. Und Ahornsirup müssen wir nachher auch noch kaufen. Für den Orangenkuchen. Genau. Bread. Yes. Ja. Wir sind endlich zu Hause angekommen, ihr Lieben. Und jetzt kochen wir gleich. Ich zeige euch gleich meine Laschsachen. Oh, meine absolut liebste View ist von hier oben. Wow. Das ist ein absolutes Träumchen. Das sieht einfach nur wunderschön aus. Wow, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das im Sommer sein wird. Und dann hast du hier deinen Barbecue und kannst dann halt einfach mal grillen. Ich meine, wir werden auch jetzt grillen im Winter. Auf jeden Fall. Und dann hast du einfach diese Aussicht. Ich meine, oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar, wie wunderschön das ist. The Perfect hat Spaghetti Bolognese gemacht. Natürlich alles vegan, auch mit veganem Parmesan. Und er sagt, es schmeckt anders. Mhm. Hm. Let's see. Gut, aber anders. Mhm. Hm. Ich war 1,5 Jahre nicht bei Lush. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ich so lange nicht bei Lush war? Weil wir in der Wohnung hier in London, in der wir davor waren, keine Badewanne hatten. Ich fange jetzt einfach mal an. Das hier ist das Erste, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es eine Bubble Bar, also ein Schaumbad. Und zwar Milky Bath. Oh mein Gott, es riecht einfach nur traumhaft. Und es sieht aus wie eine Milchflasche. Und das ist die Milk Bar. Dann haben wir hier Candy Cane. Candy Cane, auch eine Bubble Bar, also ein Schaumbad. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das bitte an. Oh Gott, wie schön das sieht, bitte. Hier steht, crumble as much of the bar as you like under blah 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 running water. Das riecht so ein bisschen. Das ist so eine Mischung aus frisch und süß. Und die Milk Bar zum Beispiel, die war eher so, ich würde sagen, Moment, die ist so richtig beruhigend und weich. Und dann, was haben wir hier? Auch wieder eine Bubble Bar, also ein Schaumbad. Und zwar, oh mein Gott, das roch so fantastisch, Leute. Polar Bear Plunge heißt das Produkt. Leute, das riecht original nach Kaugummi. Und zwar nach so einem Pfefferminz-Kaugummi. Ich zeige euch das mal. Oh mein Gott, wie süß! Und da kann man sich dann immer wieder so ein kleines Stückchen abschneiden davon. Oh, der glitzert ja komplett. Und dann schneidet man sich quasi immer so ein Stückchen ab und gibt das dann entweder unter laufendes Wasser, hält man es quasi so hin und dann wird das wird ein Riesenschaumbad. Oder man crumbelt quasi, wie sagt man denn, ihr wisst, was ich meine, und gibt es dann halt ins Wasser rein. Next. Oh, Leute, das hier, als ich das mit denen muss ich mich, glaube ich, eindecken bis nächstes Weihnachten. Turmeric Latte. Das ist eine Badekugel, das bedeutet, die macht nicht unbedingt Schaum, aber sie verfärbt das komplette Badewasser. Die riecht... Oh mein Gott, die riecht einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie ein richtig luxuriöses, teures, schweres Parfum. Oh mein Gott, ich bin, also wenn es sowas gäbe, also wenn mein Leben irgendwie riechen könnte, dann würde das wahrscheinlich genauso riechen,
wie diese Badekugel und die glitzert auch komplett. Und immer wenn sie, Louis, hör auf die Wand zu lecken, komme ich sofort her. Sag mal, spinnst du? Sag mal, lecken eigentlich eure Hunde auch die Wand? Dann kommen wir zur nächsten Bath Bomb. Und zwar ist es meine absolute Lieblings-Bath Bomb seit sehr vielen Jahren. Und zwar Twilight. Twilight ist auch sehr, sehr besonders. Dieser Duft. Die sieht so aus. Die riecht süß. Und finde, es ist einer der schöneren Gerüche und einer der authentischeren Gerüche. Ich finde, bei Lush gibt es oft Produkte, die so nicht unbedingt künstlich riechen, aber so ein bisschen Kaugummi-mäßig. Dann haben wir hier Avobath. Oh, Leute. Das ist mit Abstand einer der Düfte, der nicht so süß ist, sondern das komplette Gegenteil davon. Das ist extrem frisch, extrem belebend, extrem, ich finde auch irgendwie gar nicht so richtig weihnachtlich, weil es halt nicht so süß ist. Oh. Und es riecht also so zitrusmäßig, richtig, richtig frisch. Wenn ihr das quasi dann in euer Badewasser gebt, dann verfärbt sich das Wasser und eure Haut riecht einfach unfassbar danach. Ich denke, dass ich nächste Woche nochmal reinschauen werde bei Lush, um noch so ein bisschen mehr auszuchecken. Ich war einfach so aufgeregt, dass ich schon so lange keine Kugeln mehr hatte und keine Bäder und nichts, dass ich mir einfach jetzt erstmal die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Sachen nur mitgenommen habe. Und ich werde mir jetzt gleich ein Bad nehmen und mir es dann gemütlich machen, mich ins Bett legen, meinen Laptop mit ins warme Bett nehmen und dann ein bisschen Online-Shopping betreiben und werde dann auch bei Lush gucken, was sie haben. Dann wollte ich unbedingt bei ASOS vorbeischauen, dann wollte ich bei H&M Home reinschauen, Zara Home, Zara Klamotten, um einfach mal so ein bisschen zu stöbern, was es so Schönes gibt. Und was ich heute auch noch machen werde, ist, dass ich ein paar Plätzchenrezepte raussuche und ein paar Backrezepte allgemein, die ich so im November und Dezember machen möchte, um die Vorweihnachtszeit richtig zu genießen, ihr Lieben. Ah, und dann wollte ich euch noch zeigen, was ich mit dem Eukalyptus gemacht habe, den ich heute gekauft habe. Aber erstmal räume ich die Kugeln auf. Mein Gott, riecht so gut. Also die Lilien, die hatte ich ja schon vorher. Ne? Die werden hier auch noch, also definitiv noch aufblühen. Da sind jetzt gerade mal, glaube ich, 3 oder so aufgeblüht. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich den Strauß noch mal ein bisschen größer gestaltet habe, indem ich diesen Eukalyptus zwischenrein quasi platziert habe. Und so habe ich diesem ganzen Strauß ein bisschen mehr Fülle gegeben. Und dann sieht das halt einfach viel, viel voluminöser aus. Und übrigens, die Vase ist vom IKEA und es gibt einen ganzen IKEA und H&M Home Haul, der letzte Woche hier online ging. Da haben wir uns ja komplett für die Wohnung eingerichtet. Also schaut da auf jeden Fall gerne rein. Ich verlinke es euch mal hier oben und auch unten in der Infobox. Da seht ihr nochmal die wunderschönen Dinge, die wir geshoppt haben. Unter anderem auch diese wunderschöne Taste von H&M Home, aber viel, viel mehr. Also schaut da auf jeden Fall mal gerne rein. Der Strauß ist jetzt so, wie er war. Da warte ich jetzt auch einfach nur drauf, bis die Blumen dann quasi, ja, nicht mehr möchten. Die lassen leider schon ihre Köpfchen hängen. Ich versuche nochmal unten die Stiele abzuschneiden und frisches Wasser reinzutun. Vielleicht hilft es. Und das restliche, oder der restliche Eukalyptus ist jetzt hier im Schlafzimmer. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie ich das Ganze arrangiere, ob mir das nicht zu... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es so mag oder nicht mag. Ich muss gucken, bei Tageslicht sieht es vielleicht nochmal schöner aus. Irgendwie ist die Vase passt nicht so perfekt, wie ich mir das so vorgestellt habe in meinem Kopf. Vielleicht muss ich auch hier diese ganzen Blätter wegmachen, damit sich das einfach nochmal anders legen kann. Vielleicht ist das hier einfach zu voluminös. Aber ich habe Angst, wenn ich es wegmache, dann fallen die dann so noch mehr seitlich runter und das will ich nicht. Ja, jetzt mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht muss ich sie einfach nochmal komplett neu anordnen. So, ihr Lieben, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Bad einlassen. Und ich denke, dass ich meine Haare morgen färben werde und nicht mehr heute. Ich habe, glaube ich, heute einfach nicht so große Lust zu. Wobei,
mal gucken, ich überlege es mir. Jedenfalls lasse ich mir jetzt ein Bad einlaufen und würde sagen, ich beende den Blocktober-Vlog hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute mit uns in London und habt das so ein bisschen genießen können und auch ja einfach mal so einen Alltag bei uns reinzuschnuppern. Für mich persönlich war das der perfekte Sonntag in London. Ausschlafen, im Bett liegen bleiben, kuscheln zu dritt, nochmal umdrehen, nochmal dösen, nochmal einschlafen, aufwachen, aufstehen, Gassi gehen mit Louis, der andere macht Frühstück, dann draußen auf dem Balkon bei, glaube ich, echt 22, 24 Grad frühstücken mit Sicht über London, dann anziehen, gemütlich in die Stadt gehen und ihr habt es ja gesehen, was wir dann gemacht haben und dann jetzt nochmal so zum Abschluss des Abends ein Bad und ein Kuscheln ins Bett. Und also für mich persönlich ist das einfach der ideale Sonntag. Ich weiß ja nicht, was ihr Sonntag so Schönes macht. Ihr könnt es mir ja mal schreiben, wie ihr vor allem in den Montag quasi dann so, ja, startet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Montag und in die neue Woche und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einem neuen Video. Vergesst nicht, ich vlogge den ganzen Oktober und wenn ihr jetzt noch wenn ihr euch jetzt denkt, so, boah, ich habe die ganzen anderen Videos ja gar nicht gesehen von dir, kein Problem, wir können sie ja alle nochmal nachschauen. Ich verlinke euch die ganze Playlist vom Vlogtober und dann verpasst ihr da auch nichts. Ein Riesenkuss an euch, danke, dass ihr dabei wart bei diesem Vlog und bis zum nächsten Mal.